Herzlich willkommen beim Krefelder Kultomat. Suchen Sie den blauen Salon. Aber aufgepasst, der Rest ist Überraschung. Herr Jansen. Hallo Jens. Robin Derbmann, mein Name. Frank Meier. Echt? Mhm. Erleben Sie Krefelder Begegnungen der besonderen Art. Also da komme ich ins Schwitzen. Da komme ich. Wie ist es? Ja. Und selbst. Kerstin. Willst du mich heiraten? Wir machen eine Website, wo man digital Bier kaufen kann. Prost. Darauf. Cheers. Cheers. Erleben Sie jede Woche zwei neue Gäste, jede Menge Musik und ganz viel Spaß. Viel Spaß damit. Dankeschön. Bitte. You don't need it though. Ihre Stadt, ihre Kultur, ihre Menschen. Der Kultomat. Jede Woche frisch aus Krefeld. Schalten Sie ein und seien Sie dabei, wenn es heißt Kultomat. Kultur aus Krefeld. Herzlich willkommen im blauen Salon. Bitte stellen Sie sich vor. Ich bin die Esther Keil und Schauspielerin hier am Stadttheater. Hallo, ich bin Kerstin Diekers. Ich mache das Café auf der Tannenstraße. Schön, dich zu sehen. Ja, sehr schön, dich zu sehen. Erklären Sie einer Sechsjährigen Ihren Beruf. Du fängst an. Ja, ich mache Gastronomie, weil ich sehr viel Spaß daran habe, mit Menschen zu arbeiten. Zu kochen, alles irgendwie so vorzubereiten, dass sich jeder wohlfühlt, jeder Spaß hat. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass sich immer alle wohlfühlen im Café. Mein Beruf? In der Sechsjährigen. Also ich muss sehr viel lesen, ich muss sehr viel Text auswendig lernen und dann kann ich ziemlich viel Quatsch machen auf der Bühne. Und dann muss ich mir von jemandem anhören lassen, das war jetzt aber echt doof oder das war jetzt ganz toll. Und irgendwann darf ich das vor vielen Leuten machen, die dann hoffentlich klatschen. Ihre verrückteste Begegnung im Job? Oh Gott, da fällt mir jetzt... Ich glaube, eine Taube im Aufnahmestudio ist die verrückteste Begegnung meines Jobs. Ich glaube doch, also es war nicht wirklich eine Begegnung. Ich habe mal ein Solostück gespielt und da saß ich in so einem, glückliche Tage, da saß ich in so einem Sandhaufen, musste die ganze Zeit geradeaus gucken. Und ich hatte Premiere und es war echt viel, sehr schwerer Text. Und ich guckte auf einen Typen, der das, ich glaube, Surkamp-Buch auf dem Knie hatte und den ganzen Text mitgelesen hat. Der hat mich nicht einmal angeguckt. Das fand ich ziemlich krass. Und deine? Es gibt natürlich viele Verrückte, die auch manchmal, wie soll ich sagen, den Wahnsinn mitbringen. Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist halt wichtig, dass du deine Menschenkenntnis immer wieder anwendest und dich nicht in Gefahr begibst. Und Verrückte gibt es halt. Ne? Und ihre schönste Begegnung? Oh, es gibt. Ach, sag du erst, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Mir fällt dazu ein, wenn wir Karneval feiern und der Laden ist voll und alle tanzen und ich mache ja hobbymäßig den DJ dann und wenn sich dann alle so wahnsinnig freuen und diese Stimmung so schön ist, das genieße ich sehr. Das ist für mich die schönste Begegnung, einmal im Jahr so alle so anzufeuern und dann springt auch schon mal der eine oder andere auf die Theke und das ist immer super. Ach, wahrscheinlich, als ich meinen Freund kennengelernt habe am Theater, ja, würde ich sagen, am Theater. Was haben Sie von Krefeld gelernt? Bist du Krefelderin eigentlich? Ja. Du bist richtig hier geboren? Ja, ich bin hier geboren. Und du? Nee, ich bin aus Niederbayern. Ich bin hierher gezogen, von Niederbayern an den Niederrhein. Und schon lange hier? Schon lange hier, also gut 20 Jahre, ja. Ja, sind viele abgewandert, die ich kenne. Ich kenne ja viele von eurer Schauspielerszene und sind ja viele, haben ja gewechselt. Ja. Und du bist hier echt Urgestein, das finde ich toll. Bin jetzt, ja.
Aber was haben wir von Krefeld gelernt, Kerstin? Was hast du von Krefeld gelernt? Ich würde sagen, diese Stadt hat Vor- und Nachteile. Und ich habe gelernt, die Vorteile zu sehen und fühle mich nach wie vor wohl in dieser Stadt. Und habe gelernt, dass Durchhaltevermögen und immer wieder neue Energie das Beste ist, was man lernen kann fürs Leben und auch seiner Stadt irgendwie wiedergibt. Ja. Ich glaube, auch in Krefeld kann man lernen, dass man darf nicht die ganze Zeit moppern, ja, sondern man muss dann auch mal, es gibt wirklich coole Sachen hier, es gibt tolle Kneipen, mhm, ja. Ich finde, es gibt ein tolles Theater, es gibt wahnsinnig schöne Ecken in Krefeld, du bist ganz schnell draußen in der Natur. Es gibt ganz viele tolle Leute in Krefeld. Ja. Das finde ich geil, weil es echt viele Krefelder Patriotinnen und Patrioten gibt, die dann auch wirklich hier was Cooles machen wollen. Und so abseitige Räume irgendwie schätzen lernen, das habe ich hier gelernt. Für mich ist Krefeld eine sehr schöne Stadt zum Wohnen, um sich hier irgendwie zu entspannen. Und die wenigen Dinge sind halt super, ne, die wir haben und die müssen wir halt auch erhalten. Mhm. Die ganze Gastroszene ist klein, aber überschaubar. Und ich finde, selbst wenn man... Ja, vor allem dadurch aber familiär. Genau. Das ist nämlich das Coole. Wenn du in einer Großstadt lebst, bist du auch in deinem Kiez. Ja. Und wir sind halt ein kleiner Kiez. Ja. Die letzte Kunstausstellung, die Sie besucht haben. Ich war tatsächlich in der Corona-Zeit kurz nach der Wiedereröffnung im Kaiser-Wilhelm-Museum. Dachte... Ich muss meinen Sohn da mal reinschleppen. Okay. Er hat es tatsächlich gemacht, ja. Zeit, sich hier was anzusehen. Suchen Sie den Bildschirm, wo der Countdown runterläuft. Oh. Läuft da was? Mhm. Ja, ja, läuft. Das musst du mir sagen. Ah, okay. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Küpper. Ich nenne mich auch Handpan Mystic Flow. Das sind drei Worte, die meine Musik gut beschreiben, finde ich. Das hier ist eine meiner ersten Handpans. Damit bin ich seit über 3 Jahren auf Deutschlands Straßen unterwegs und habe die sehr gut kennengelernt. Das erste ist jetzt eine Improvisation gemischt mit verschiedenen Kompositionen, die sich über die Zeit entwickelt haben. Thank you.
Mal meditiert. Ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit damit angefangen. Hatte so eine dreiwöchige, hat mich eine Freundin eingeladen, Meditationsreise. Danach habe ich es dann ehrlich gesagt auch wieder sein gelassen. Ich fand es aber in der Zeit super. Ja, aber irgendwie habe ich es dann blöd eigentlich. Könnte man mal wieder, machst du das? Regelmäßig? Ja, ich würde meine Meditation so beschreiben, dass ich Zeit mit meinem Pferd verbringe, viel auf den Wiesen unterwegs bin, wenn ich von der Arbeit komme, entweder zu reiten oder auch viel zu Fuß zu gehen, über Wiesen und Felder. Und das ist so meine Meditation. Ja. Dachcafé oder Theater auf dem Dach, können Sie sich das vorstellen? Beides, kann ich mir beides vorstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So eine Rooftop-Bar. Ja, cool. Das wäre noch größer als das jetzige Café. Noch mehr Platz für viele Menschen und viel Pflanzen. Ja. Suchen Sie den nächsten Bildschirm. Meine Vorfahren haben vor über 250 Jahren als Bauern und Fusebrenner es geschafft, Bürger der Stadt Uerdingen zu werden und haben von da aus einen Betrieb aufgebaut, einen der größten Weinbrennereien Deutschlands und diese auch bis zum Jahr 2000 aktiv gehalten. Was mir besonders viel Spaß gemacht hat, als wir das Museum aufgebaut haben, ist, dass die Weinbrennerei eigentlich in einem Dornröschenschlaf war, sodass alles, was wir hier zeigen können, wirklich authentisch ist. Wir haben die Originalmaschinen, die Originalwerkzeuge aus der Zeit. Wir haben hier nichts künstlich aufbauen müssen, sondern es war im Prinzip alles da. Dujardin kann eigentlich zeigen, wie man 250 Jahre existieren kann, in Einklang mit der Umgebung, mit der Stadt, in der wir sind. Die heutige Zeit ist viel schnelllebiger und Dujardin ist eigentlich noch heute der Ausdruck von Gemütlichkeit und von Familie und Zusammenhalt. Ich bin Matthias Melcher, ich arbeite in Krefeld. Welches Getränk trinken Sie in welcher Krefelder Bar? Also im Engel trinke ich Bier. Im Café trinke ich einen Milchkaffee. Und Rhabarbersaftschorle. Im TNT, da gibt es so wahnsinnig, ist es diese Asia Fusion. Da gibt es so wahnsinnig leckere Limonaden, selbstgemachte. Da kann ich eigentlich alle empfehlen. Ich trinke gerne, wenn ich ausgehe, Gin Tonic. Oder gerne mal, weiß ich nicht, in der Pause mal ein Sektchen. Das hilft. Wir nennen das im Café immer die Stütze.
Meistens zwischen 11:30 und 12. Dann kommt die Motivation für den Resttag. Ja, super. Ihr erstes Alkoholerlebnis. In der Schule fing man an. Ja, heimlich. Damit fängt man dann an. Ja, oder bei Oma. So, oder mal ein Eierlikörchen. Eierlikör mal probieren. Heimlich. Hauptsache süß. Ja. So, also das, wo ich. Was man heute nicht mehr so mag. Ja, nee, wo ich schreiend weglaufe. Schrecklich. Aber das sind die ersten Alkoholerlebnisse. Eindeutig süß. Suchen Sie das Mikado-Spiel auf einem der Tische. Wenn sich ein Stäbchen bewegt, müssen Sie einen trinken. Oh. Oh. Das wird ja spannend. Auf geht's. Ein Mikado-Spiel. Ah. Guck mal. Das ist das, was wir haben. Mhm. Und wo sollen wir das spielen? Hier gibt's überhaupt keinen Tisch, wo man das machen kann. Auf dem Boden oder? Ah. Da. Prost. Darauf einen Dujadin. Dujadin. Wenn das sich alles bewegt, dann kannst du die ganze Flasche leer machen jetzt mal, Kerstin. Cheers. Cheers. Übung ist einerseits Konzentration, Fokus auf eine Sache und dann ganz stark aber auch irgendwie an die eigenen Gefühle ranzukommen, an die eigene Innenwelt. Dem irgendwie eine Form zu geben, das herauszulocken. Dabei hilft die Musik auf jeden Fall, sich selber zu erfahren und nicht nur sich zu erfahren, sondern sich auch zu kreieren, beziehungsweise halt schöne Emotionen zu kreieren, die vielleicht vorher noch gar nicht da waren. Ja, wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich ein Alien. Und was ich für Geräusche mache, das zeige ich euch gleich.
Sie den Kulturstand von Tante B. Mein Name ist Tante B, das ist mein Logo von Bärbel, von dem Vornamen. Und unter diesem Logo präsentiere ich verschiedene Taschen aus unterschiedlichen Materialien. Einmal hier aus Segeltuch zum Umhängen, so Crossover-Taschen. Aus Friesennetz nannte man die, ich weiß genau, nicht, ob es die heute überhaupt noch so in der Art gibt. Mhm. Und eine Sew Together. Eine Tasche. Was? Eine Sew Together. Okay. Das ist so eine Fächertasche. Und diese Taschen werden eben mit unterschiedlichen Innentaschen ausgestattet und man kann die komplett zumachen. Ja, cool. Sehr gute Idee. Was fällt Ihnen ein zu Frauen und ihren Handtaschen? Eine sind eigentlich immer zu groß, weil je größer die sind, desto mehr packe ich rein und dann finde ich nichts. Aber da ist natürlich sowas ganz praktisch, aber wahrscheinlich würde ich 5-mal den falschen Reißverschluss aufmachen, bis ich den richtigen finde. Suchen Sie sich was Schönes für Frau Keil aus. Okay. Ich weiß ja nicht, ob Frau Keil gerne segelt. Suchen Sie sich für Frau Dikas ein Produkt aus. Ich kann nicht überlegen. Aber ich glaube, rein farblich. Bitte das oder das? Ich glaube, ich nehme die. Gut. Ich nehme das. Ja, machen Sie das. Das sind auch, glaube ich, Ihre Farben. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Tada! Tada! Das gibt's doch gar nicht. Super! Wir haben uns fast das Gleiche ausgesucht. Wir haben uns fast das Gleiche rausgesucht. Aber das sind tatsächlich meine Farben. Und das sind meine Farben. Ne? Das haben wir gut gemacht. Dankeschön. Super. Cool. Taschen, oder? Die sind dann echt. Wahnsinn. Die sind voll schön. Die sind richtig schön. Hammer. Also ich glaube, also sehr das cool. Ist wirklich traumhaft. Super, ne? Träumchen. Die Verarbeitung, die Farben, ja, das ist genau geil. Meins. Für dich auch? Wie war es in Ihrer Kindheit mit Geschenken? Mussten Sie lange warten bis zum Auspacken? Nee, glaube ich nicht. An Weihnachten mussten wir lange warten. Stimmt, Weihnachten. Weihnachten war immer erst wirklich abends. Ich habe das nie verstanden, wenn meine Freundin, die haben nachmittags um 3 Bescherungen gemacht. Das fand ich voll scheiße. Ja, das ist halt als Kind fand ich das schon scheiße. Weil ich dann echt dachte, aber das ist doch Weihnachten, dass dann... Dass du die ganze Zeit denkst, oh, müssen wir jetzt echt noch essen? Oh, müssen wir uns jetzt echt noch baden? Oder müssen wir das jetzt alles noch machen, bevor es zur Bescherung geht? Aber das gehört total dazu. Ja, natürlich. Absolut. Ja, und dann muss natürlich noch gesungen werden vom Baum. Genau. Und dann ging es bei uns immer dem Alter nach. Also erst die Jüngste, also meine Schwester durfte als erstes alles auspacken. Und ich so. Und dann so ich, dann meine Eltern. Aber das war halt echt, ja. Das gehört dazu, ein bisschen warten. Aber ja. Ich glaube, Geburtstag durfte man dann schon gleich. Meine schönste Überraschung Weihnachten war, ich glaube, ich war 7 oder 8 Jahre alt und bin mit meinen Eltern immer in den Schwarzwald gefahren mit dem Auto. Und meine Eltern haben mir einen Hasen geschenkt in diesem Jahr. Und der Hase war die ganze Zeit während der Autofahrt in einem Käfig im Auto und ich habe ihn nicht gesehen. Und die haben es dann also wirklich geschafft, wir sind meistens am 23. gefahren, diesen Hasen so lange in diesem Hotelzimmer vor mir zu verstecken. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, und dann habe ich diesen Hasen geschenkt bekommen. Und der war dann heimlich reingeschmuggelt worden in das Zimmer und da habe ich mich unglaublich gefreut. Ach, cool. Und der ist auch sehr alt geworden. Ich glaube, fast 12 Jahre. Oh. Letzte Frage für Sie beide. Welche Frage wollten Sie schon immer mal gestellt bekommen? Oh, das ist schwer. Ich glaube, mir fallen nur Fragen ein, wo ich wahnsinnig froh bin, dass sie nicht gefragt wurden. Wie können Sie sich den ganzen Text merken? Was machen Sie eigentlich vormittags? Das sind so Fragen, die ich hasse. Welche wollte ich immer schon mal gestellt bekommen? Ich weiß es nicht. Fällt dir eine ein? Nicht so wirklich. Kerstin, willst du mich heiraten? Das ist auch schön. Ja, das stimmt. Vielleicht. Ja, das hier ist eine Handband, die ich noch nicht so lange habe. Die kommt aus Tiflis, aus Griechenland. Und die ist aus Edelstahl, hat einen sehr, sehr langen Klang, sehr meditativ und auch einen sehr tiefen Klang.
Ja, und was soll ich noch sagen?